Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake mit mir, dem Shardox. Beim letzten Mal hatten wir Auftrag 17 abgeschlossen und jetzt geht es hier wieder weiter. Das war doch hier Sektor 6? Sektor 5? Nee. 6. Warte, what? Who cares? So, auf jeden Fall wollten wir hier uns immer noch um Dons Kronjuwelen kümmern. Hatte ich beim letzten Bart nicht genauso schon angefangen? Ich glaube wohl. So. Und deswegen. Wir gehen nochmal hier lang. Denn irgendwie kommen wir mit dem Chocobo nicht zu dieser Raststätte, die ich hier gesehen habe. Irgendwie. Somehow. Also dahin traveln kommen wir nicht. Aber wir können von da aus wahrscheinlich wegtraveln. Vielleicht ist es ja auch genau das, was es bedeuten soll. Finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen unpraktisch. Naja. Ich wette, dieses Spiel wird es auch für die PS5 geben, als Definitive Edition oder so. Super, duper, ultra 4K-Auflösung, ultra short load times. Und dann macht das Fast Travel hier, glaube ich, auch ein bisschen mehr Bock. Und, was will ich mit denen? Eigentlich nichts, ne? Egal, los! Egal? Also, mir ist eigentlich nicht egal. So gern will ich eigentlich auch nicht gegen kämpfen, aber was soll's? Dann machen wir es halt. So, hat nicht irgendjemand von euch irgendwelche Luftspells? I don't know. Hä? Luftspells. Aero meine ich. Oder Arrow. Wie auch immer man das ausspricht. Doch, hier, klar, Arrow. Ja, Aerora. Damals Aero gesagt, ich werde heute Aero sagen. Aero, for the win. Weil Arrow. Aerora. Ich weiß nicht, klingt irgendwie schon witzig, aber. Ob das wohl richtig ist? Hm. Gute Arbeit. Ja, so kann's weitergehen. Ja, schön für euch. So, Lucky Lucky. Ohne Map würde ich überhaupt nicht in diesem Game klarkommen. Das muss ich euch mal ganz ehrlich zugeben. Wenn ich das Ding nicht hätte, oh, Alter, ich wäre so lost. Lost, als ich eh schon bin. Ach, guck mal, noch eine Gebetssubstanz. Ist ja eigentlich ganz witzig. Da habe ich nichts gegen. Oh, Molotov-Cocktail. Diadem. Jungfernkuss. Yeah, guck mal, also das ist doch hier... Das sind doch mal ein paar tolle Schätze von Don Corneo. So, wir haben mittlerweile wieder so viele Mogri-Medaillen. Ich frage mich, ob wir wieder neuen Stuff dafür holen können. Hm. Aber irgendwie hat sich die Quest aktualisiert, kann das sein? Ich sehe jetzt auch einen neuen Marker. Müssen wir mal gleich gucken im Menü. Oh, 3000 D. Boah, das war richtig Kabummel. Muss ich schon sagen. Okay, Aufträge. Jetzt ist er wieder in, oder was? Nee. Ist sie wieder in? Kann gut sein, dass das jetzt wieder Relevanz hat, wenn wir zu ihr gehen würden. Kann auch sein, dass das einfach mega wasted ist. Weil mich irritiert natürlich, dass hier bei Aufträge steht, dass dieser Typ hier eingeblendet wird. Ja. Bei dem haben wir es geschadet, deswegen steht es ja auch, aber... Ich krieg hier... Krieg ich überhaupt noch Randinfos? Da, warte mal. Cloud hat eines von Don Corneos Verstecken gefunden, aber das dürfte noch nicht alles gewesen sein. Versuche auch den Rest zu finden. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir zurückgehen müssen, oder? Zu ihr? Das ist hier auf jeden Fall in der Kanalisation. Ich überlege gerade, wie wir überhaupt reingekommen sind. Achso, ja, klar. Wir wurden über diesen Eisenbahnfriedhof, Geisterfriedhof, wie auch immer. Da sind wir den Gullideckel hochgegangen. Da unten ist ja auch die Kanalisation. Ansonsten sind wir wirklich da in der Trap runtergeschmissen worden von Don Corneo. Hm. Also anders als bei Don Corneo in der Butze, habe ich absolut keinen blassen Schimmer, wie ich da hinkommen soll. Aber vielleicht kann mir ja der gute alte Racheengel doch weiterhelfen. Kann ja sein.
Ich meine, die Route, also es hat sich nicht verändert. Kann sein, dass es jetzt einfach, kann man das nicht skippen? Das ist echt krass. Also nicht nur, dass man 100 Jahre im Lowscreen sitzt, man muss sich auch noch die Animation da angucken. Wie Cloud denn diese verdammte scheiß Kutsche einsteigt? Das ist ja wohl die Härte. So, und ich versuche natürlich mein Bestes, euch einfach nur voll zu labern, während wir im Lowscreen sind. Aber, wie immer, zur Kirche geht's relativ flott, nur da weg ist eher schlecht. So, gucken wir mal, was sie sagt. Vielleicht sagt sie jetzt irgendwas Neues. Übrigens, eine Tür mit Corneos Emblem habe ich auch in der Nähe meines Verstecks gesehen. Deine? Klar, natürlich, da war ich ja gerade. Man sagt, dass ich Corneo in der Kanalisation mehrere Geheimräume eingerichtet habe. Ja, aber verraten willst du es mir nicht. Ja, ist aber auch nicht so ganz relevant. Also wir können ja... Sie wird bestimmt... Oh, guck mal da, die labern hier bei Eris. Ich weiß, mir fällt gerade jetzt überhaupt auf, dass da irgendwelche Peoples auch noch sind. Sondern hab mein Handy gerade bei bim gemacht. Und da werde ich mich jetzt nicht drum kümmern, aber gleich wieder. So, zuerst werde ich mich um euch kümmern, meine Damen und Herren. So, wir gehen nämlich jetzt nochmal zum Wallemarkt. Und dort gehen wir nochmal zu Don Corneus Colosseum. Denn da weiß ich wenigstens, wie wir erstmal da weitermachen. Und wir können natürlich, wenn wir da fertig sind mit Don Corneus Butze, Kolosseum, können wir da mal gucken, ob wir da irgendwo runter können. Können ja mal provisorisch versuchen, Richtung Don Corneus Haus zu gehen. Villa. Und wenn wir dann irgendwelche Cutscenes dann triggern, dann ist doof. Vielleicht, wie gesagt, gibt es aber auch einen anderen Weg. So, gibt es hier sonst noch irgendwelche tollen Tipps, von denen ich noch nie gehört habe? Einer der untergebenen Don Corneus, er ist Herrscher über den Mallmarkt. Trotz seinem jungen Alter strahlen seine Augen eine unheimliche Gleichgültigkeit und Unbarmherzigkeit aus, was ihm einen festen Platz an Don Corneus Seite beschert hat. Irgendwie ist er schon irgendwie ein cooler Typ, aber hatte bisher an dem Game so einen Mini-Auftritt. Da wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr wünschenswert, hm? Ach, du, gibt's bei dir eigentlich was Neues mittlerweile? Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Das hört sich so gut an. Konntest du auch neue VR-Missionen entwickeln? Nee, eher nicht. Okay. Das ist sehr schade. So. Wenn du was Neues entwickelt hast, ist es wieder gut und günstig für mich, oder? Was ist es denn? Alles, was du bis jetzt hergestellt hast, habe ich schon mal besessen. Stimmt's? Nee. TP-Absorption ist eine neue Sache. Greift der Anwender mit seiner verbundenen Materie an, regeneriert sich TP. Kann mit dem Material Glut, Frost, Gewitter, Luft, Toxin, Feindesgön, Auswirkungsschlag und Ukenagashi verbunden werden. Whatever that is. Wahrscheinlich ein super duper OP. Skill, aber wissen wir noch nicht. Aber ist okay. Das werden wir jetzt erstmal nehmen. Und interessant, dass man das mit so vielen verschiedenen Sachen halt mischen kann. Das finde ich schon sehr löblich. Auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Okay, ansonsten gibt's hier nichts Neues, ne? Okay, sehr schade. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Gut, da muss ich noch mal eben ganz kurz schauen. Am besten nennst du mir einfach die Route. Ja gut, ist auch gar nicht so schwer. Einfach nur ein bisschen geradeaus laufen. Ich glaube, ich verlasse mich teilweise ein bisschen zu krass auf die Minimap da oben. Sollte vielleicht mehr auf die Umgebung gucken beim Laufen, dann würde ich mir das auch besser merken. So, hier runter. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir das Kolosseum nochmal betreten sollten, dann werde ich jetzt einfach bis zum Kolosseum hin selbst hincutten, denke ich. Weil ich will euch nicht immer wieder den gleichen und gleichen und gleichen und gleichen Weg hier euch antun. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, einen Moment. Gab es die Wartebank? Ja, die gab es einen weiter vorne. Brauchen wir die denn? Ja, kann man machen. Komm, wir machen es einfach mal richtig. Setzen uns hier einmal hin. Und dann ist auch gut. Sind wir gleich gewappnet für den nächsten Encounter. Und dann ist auch gut gewesen.
könnte den Unterschied machen. Naja, haben wir jetzt hier gerade oder gleich richtig harte Challenges. Da wäre das schon doof, wenn wir verkacken würden. Ausgezeichnet, da bist du ja. Hier, such dir einen Gegner aus. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben hier Barret versus Wilde Bestien. Wir haben Tifa versus Wilde Bestien. Wir haben Zweier-Team, Cloud versus Shinra-Truppe und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach von oben runter. Barret versus Wilde Bestien. Wir bekommen Schrift zum ultimativen Mysterium, bla bla bla. Und Schwierigkeitsgrad machen wir da selbstverständlich normal. Was soll das? So, finde ich doof, dass wir eine Teilnahmegebühr haben von 100 Gil. Das heißt, man kann hier theoretisch pleite werden. Vielleicht aber auch nicht, wenn man hier vernünftig klaut oder so. Wobei, konnte man hier in den Runden überhaupt klauen? In der Arena? Da gab's, da war doch irgendwas, oder? Aber die Musik hier in der Arena finde ich schon echt cool. Das haben sie echt gut gemacht. Oh, ich muss mich mal irgendwie anders hier hinsetzen. Komm, Rücken! Verdammt nochmal. Ich brauche eine... Ich habe es schon eine Million Mal, glaube ich, in meinen Let's Plays erwähnt. Aber ich glaube, ich brauche einfach eine viel besseren Stuhl oder einfach eine gesündere Pose. Ich weiß nicht genau, wo das Problem liegt. Das passiert meistens aber eher, wenn ich mit Controller-Games zocke. Ich weiß nicht, ob ich dadurch einfach generell ein bisschen krummer einfach sitze. Im Gegensatz, als würde ich Maus und Tastatur in der Hand haben. Tja, es ist und bleibt ein Rätsel. Hab den Controller jetzt einfach mal zeitweise kurz vor mir geparkt, hinter meinem Mikrofon quasi. Also zwischen meinen Ärmchen habe ich jetzt hier mein Mikrofon. Hallo Mikrofon! Ey, böse Hundis. Wirksam war Frost. Hatte ich nicht Frost? Hatte ich nicht. Das ist egal. Wir haben Folger. Wobei, kostet zu viel MP. Hm. Vielleicht doch nicht. Genau. Machen wir erstmal Hass. Habe ich jetzt einfach mal entschieden. Und rasten so oder so aus. Habe ich hier den Shotcut-Schockschuss? Ja, habe ich. Wunderbar. Musst du nur noch mal gucken, wo überhaupt. Und ich glaube, das Hass bezieht sich tatsächlich nur auf meine ATB. Die wird nämlich jetzt rasant schnell voll. Und Schockschuss! Boom! Bam, bam, bam! Ach ja. Also ich finde es das cool, dass sich einfach jeder Charakter ganz individuell spielt. Das finde ich echt super, klasse. Da hat man wirklich das Gefühl, man spielt halt wirklich auch einen anderen Charakter. Die sind halt nicht einfach gleich. Das ist nicht so Optik, die man switcht. Die Palette an Skills und wie sich das spielt, ist halt schon anders. Naja, eigentlich versucht man immer mit jedem Charakter die ATB Leiste voll zu kriegen und dann Fähigkeiten oder Wege zu finden. Also eigentlich ist es schon immer gleich, aber hey, es fühlt sich verschieden an. Und das ist doch, worum es geht. Ein niederer Schimmer. Das sind immer die gleichen Monster-Packs, die man bekämpft, oder? Mit den Charakteren, kann das sein? Hier, komm, gönn. Ich hab gesagt, gönn dir. So, hier, gönn dir! So, du kriegst jetzt nochmal... Hast? So, und was macht nochmal dieses andere hier? Hebt Barriere und so auf. Achso, sowas wie Barriere kann ich mir auch geben, aber ich glaube, mir geht's eigentlich ganz gut. Upsala. Wenn wir halt mit dem Charakter krass weglenken, dann schießt man halt ins Nichts. Ist natürlich ein bisschen doof. Oh, oder? Moment. Hat er eigentlich irgendwelche Immunitäten? Wirksam ist Wind. Ah ja. Und er macht gerne auch Wind. Ja, way too easy, würde ich sagen. Schade.
Schrift zum ultimativen Mysterium, Katastrophe erhalten. Barrett hat das zweite Limit, Katastrophe. Oh yeah, das ist cool. So, erneut versuchen wollen wir nicht. Gehen in die Kampfauswahl zurück. Das haben wir, da ist ja kein Reiz dran hier, das kannst du nochmal ausprobieren, ne? Müssen wir direkt weitermachen. Tiefer versus wilde Bestien und das wird auch kein Problem sein. Oh, hier hat man natürlich, kann man sich mit der Zeit messen. Ich frage mich, ob man dann andere Cups freischalten könnte, wenn man die in Time, also noch besser in Time macht. Aber nein, ich gehe mal davon aus, dass es nicht so der Fall ist. Hier, Nachschlag kriegst du. Bam! Tifa ist One Punch Girl! Boom! Ja, schon komisch, oder? Tifa so ohne Haare wie One Punch Man und hat ansonsten aber genau das gleiche Outfit an. Das wäre ultra creepy. So, aber jetzt, wo ich mir vorgestellt habe. Nichts ist unmöglich! Ach komm, geht mir nicht auf den Sack. Sag mal. Wieder meiner Brust. Verpisst euch! Ah! Schweine! Runde 3 von 5. So, ein Fesselung kommt gleich. So, soll ja auch Spaß machen hier, ne? Ich habe das Gefühl, wenn wir eine Fesselung machen und keine Combo machen, dann machen wir halt ultra weak Damage. Aber was soll's. Oh. Yes, sir! Junge, haben wir den kaputt geboxt, Alter! Entfesselung! Komm her! Blöder Köder. So, wo haben wir den? Alter Junge. Hat die eine Eisenfaust, Mann. Oh, guck mal. Der hier, der mag kein Eis. Das kann ich mir auch zunutze machen. Oder ich boxe ihn einfach platt. Als würde es mich einfach nicht interessieren, was er für Gefühle hat. Und Grande Finale! So, und wir haben sogar Arrow. Also, mach mal keinen Shit, Shati. Ja. Runterkommen! Hey, 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 hey. So geht man aber nicht mit Damen um hier, oder? Hier. In your face. Oh ja. Hier kann ich auch einen Hakentritt in your face machen eigentlich, während du in der Luft bist. Eher nicht, ne? Komm runter. Na los. Ah, okay, dann gibt's einfach Frost. Frost! Ach, verdammt. Guck mal, da war der Angriff schön aufgeladen, aber hab den einfach nicht getroffen. So ein Mist. Yeah, Schrift zum ultimativen Mysterium. Delfinschlag erhalten. Wunderbar. So, haben wir auch das zweite Limit für Tifa erlernt, was sehr, sehr gut ist. Und das wollen wir dann einfach auch mal jetzt erst einmal equippen. Ich komme sehr, sehr gerne wieder vorbei. So, ich werde auch jetzt hier nicht direkt abhauen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir direkt da auch weiter. Und was ich jetzt eigentlich machen wollte, ich muss gerade kurz gucken, wo haben wir das denn überhaupt? Wo equippen wir jetzt? Kampfeinstellungen war das, ne? Barrett,
Limits, Katastrophe und dann bei Tifa der Delfinschlag. Okay, alles klar, meine lieben Freunde, ich würde sagen, dann machen wir natürlich jetzt erstmal ein kleines Päuschen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Final Fantasy VII Remake in aller Frische mit mir, dem Chartux. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal auf jeden Fall wieder. So, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.